Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der gepflegten Zockerei. Wir sind wieder die Microwavers. Herzlich willkommen auf unserem Channel zu einer neuen Folge Borderlands 2. Wir haben jetzt ein kleines Problem. Die Geschichte Fahnen sammeln haben wir in einer Folge abgeschlossen, die ihr leider nicht zu Gesicht bekommen werdet, weil dem Baldur zwischendrin Action abgeschmiert ist und der Computer komplett hängen geblieben ist. Dummerweise ist die Folge jetzt corrupted. Genau. Das heißt, wir werden es euch leider nicht zeigen können. Ich hoffe, Was ihr könnt uns verzeihen. echt traurig ist, weil die Folge Genau. definitiv lustig gewesen ist. Genau, ja. Wie ich euch alle gar gerettet habe, obwohl ich zwei Level unter euch allen gar bin. Ah, viel lustiger war das So. hier mit Kais, ey. Ja, den haben wir Die jetzt auch nicht Geschichte. abbekommen. Ach Ja. so, ja. Das war viel lustiger, die Geschichte. Schade, dass die nicht dabei ist. Mit dem Wie viel Kai, kostet das der denn? 5 Milliarden Abonnenten hat. 2 Millionen Dollar. Ja. So, hü-hü. Der kriegt ein Jahr von Moxis vor dem Hochzeitsaltar. Was kostet das Ding? 2 Millionen Dollar. Ja. Marcus ist ein Arschloch. So, wir Ja. müssen jetzt da links ist noch eine Mission. Bei mir ist rechts noch eine. Achso. Hier links, darunter. Ja, und rechts Rechts, auch. rechts ist die Die Raute, Versuchung. rechts ist Abgeben von Ja. Dings. Links Achso, meint ja, dann. Baldur das Ausrufezeichen. Noch eine neue Mission. Genau. Geronimo! Das war jetzt vielleicht ein bisschen doof, glaube ich. Sehr schön. Wo du sagst, ey, das war vielleicht ein bisschen doof, kommt ein Goliath mit, oh ja. Ja, der Goliath kennt sich mit dummen Sachen halt aus. Ja. Tschüss. Wie sich mit uns anlegen. Es war nicht dumm, es war nur umständlich. Alles gut. So, irgendwo hier, wahrscheinlich über uns, muss die Mission da jetzt sein. Ist das nicht der Aufzug hier nach oben? Vielleicht unter uns? Nee. Naja, unter uns kann es sein, wenn ich. Wenn ich Sekunde, schon. kann das sein, dass das über uns auf der Plattform ist, wo wir hier den Aufzug nehmen müssen? Das kann gut sein, dann gehen wir doch Aber mal ich glaube, hoch. das funktioniert. Aber das funktioniert doch nicht. Ich glaube, da müssen wir ja Hauptstory oder so, oder? Nee. Nee, sonst. Das. Nee. Sicher? Ich weiß, dass Ja. dieser Aufzug zu einer Story gehört. Ich weiß jetzt gerade noch nicht zu welcher. Okay. Probier's einfach aus. Ja, er Ja, geht der nicht, er geht ja funktioniert nicht. nicht. Oder wir müssen von außen hoch. Nee, das geht nicht. Ah Du ja, musst hier hoch, aber das ist Story. Ich weiß aber nicht dann welche. schauen wir mal, was wir sonst noch hier haben. Wir sind hier in. Hinterdingenskirchen. Bielefeld? Nee. Wir haben hier keine Missionen mehr. Was zum? Wo kommt die dann auf einmal her? Tja. Ei, von Aus da hinten. ihren Löchern. Irgendjemand sucht ja immer Ärger. Schlimm sowas, ne? Wer schießt denn da? Ach, da hinten. Okay, interessant. Also er hat bei mir auch vom Spiel her nichts gespeichert. Ich hatte ja im Laufe der Mission, also in der vorherigen Folge, die ja jetzt kaputt ist, die Waffe gewechselt und die ist weg. Aha. Ja. Oh, okay. Das heißt, die Waffen, die du gefunden hast, sind weg, oder? Zum Teil scheinbar, ja. Ja, das ist auch natürlich. Das ist jetzt scheiße. Gut, lässt sich leider nicht ändern. So, wo jetzt hin? Fahren abgeben oder? Ja, wir haben hier jetzt ja scheinbar nichts mehr und Okay. außer diesen einen Fleck hier, den würde ich dann doch gerne noch irgendwie. Das ist oben. Ich bin der Meinung, das ist der Aufzug da. Ne, hier ist auch noch so ein schwarzer Fleck, aber es könnte auch oben sein. Ich laufe da schon mal zur Raute. Dann mach das. Ich bin halt am Überlegen, ob wir da nicht von außen Ja. hochkommen. Nein, tun wir nicht. Hat Lupus absolut recht. Musst du mit dem Aufzug hoch. Okay. Oh. Kann man hier unten irgendwas machen? So. Ich hab mich verlaufen. Schon wieder. Wow, das da war knapp. Macht nichts, ich weiß gerade auch nicht, wo ich bin. Ich laufe in die richtige Richtung. Voraussichtlich. Hey, wie kommt man denn hier wieder raus? Ah, da oben muss ich. Wie komme ich denn da oben hin? Ach, da. Oh, scheiße. Ich wurde gerade umzingelt vom Geleis. Manchmal nimmt man einfach die Leiter.
Ach Quatsch, das ist ja Leiter, Pipoi. Ich komme, ich eile, ich stöhne so schnell wie ich kann. Ich glaube nicht, dass das was wird. Ha! Sagst du so? Kannst mir auch ab und zu mal ein bisschen vertrauen, ja? Dem Baldur vertrauen. Ich hab ne Granate, die pink ist. Oh shit. Goliath. Boah, was denn, wo denn? Den hab ich gar nicht gesehen, den Penner. Ein Selbstmordzwerg. Hä? Warum bin ich denn sofort gestorben? Weil du. Ja, weil halt. Ich war am Boden. Ich hab auf die Nomaden geschossen und als der Normale eigentlich hätte sterben müssen, bin ich gestorben. Dann warst du wohl zu langsam. Ihr seid einfach nur doof. Das check ich jetzt überhaupt nicht. Einfach nur doof. Da ist der Kopf. Ich bin schlau. So. Blaues Gewehr. Hm, na, doof. Hallo! Nein! Ah, verdammt. Dai ist so klug. Ja, ich brauch das. Mist. K-L-U-K. Ich hab noch keine Ahnung, wie man da hochkommt. So. Wir müssen da oben auf die Klippe drauf. Vielleicht indem man die Treppe nimmt. So schlau war ich auch schon. Hat nicht funktioniert. So. Treppen sind für Loser. Wo müssen wir eigentlich da hinten hin? Zack. I'm a loser baby, so wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Da, das ist, das ist der Ausgang, da müssen wir einmal... Chris, wo wir sind, ist vorne. Ja, aber hier geht ein Berg hoch. Ja, das ist auch völlig richtig. So, wie seid ihr da hinten hingekommen? Ja, einmal außen rum musst du da laufen. Glaube ich, ich weiß, wo die Quest ist. Ja, die Quest ist am Eingang oder am Ausgang, je nachdem, wie du das siehst. Ja, wie seid ihr da hochgekommen? Tja, Treppen. Hier außen rum. Mit unserem natürlichen Geschick und Können. Ist doch völlig klar. Deswegen hätte ich es doch geglaubt, aber jetzt wird es unrealistisch. So. Chris, they won't believe in our natural skills. Exactly. They're horrible people for not believing. Yep. Kann ich mitleben. Ich auch. Believe! So, hier waren wir doch schon mal. Und genau hier müsste es sein. Und genau hier ist es auch. Ja, über uns. Über uns. Nee, nicht über uns. Was denn über doch, uns? Doch, über uns. Über uns ist eine Plattform. Ich denke, Fahnen sammeln erstmal über abgeben. Über uns sind vor allem erstmal Kopter. Ja, aber da ist ja die Mission, die ist ja nochmal über uns. Das meine ich. Oh, shit. Kopter. Sterben. Fuck, ich bräuchte mal Hilfe. Mir ist... Ah, da ist der Goliath hier wieder. So. Alles gut. Ja, perfekt. Manchmal hilft einfach ein Raketenwerfer. Ja. Ui. Ach, für Fahnen sammeln müssen wir aus dem Gebiet raus. Ja klar, wir müssen aus Sanctuary zurück. Haben wir sonst hier echt nichts mehr? Nee, nur noch die Mission, wo wir nicht hinkommen. War im Moment nur noch die Mission, die wir hier annehmen können, wo wir nicht hinkommen. Okay. So, die Oma haben wir scheinbar auch schon gemacht. Die ist nämlich weg. So, wir könnten jetzt nur noch Dämonenjäger machen in Lynchwood. Iridium Blight Kundenservice. Caustic Cavern, der verlorene Schatz. Ja, dann lass uns doch erstmal nach Sanctuary zurück. Boah, wir können ja auch Dämonenjäger gerade noch machen. Lynchwood. Da ist nochmal tot. Ja, passt, ist okay. Alles cool. Hui. So. Dann auch mal gelünscht wird. Genau. Und mal gelünscht wird im Wald. Joa, so in etwa. Oder am Haus, wenn wir da im Holz. So, darüber. Der Riesenskag. Lass mich rein. Ach, da! Ich hab da auch schon so eine Idee, wer der Riesenskag ist. Ah, ja. So. Dann wird man ja am liebsten leben lassen, ne? Was? Ha, 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 er ist überfahren worden vom Zug. So ein Volltrottel.
Weiß, aber Leute, so ganz hier, falsch oder? Sind die Ideen, was den Riesenskeck angeht, von euch bestimmt nicht. Aber ich glaube, ihr irret euch in einem winzigen Detail. Ach, glaubst du? Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Sag mal. Aber was macht ihr denn da jetzt? Popelt ihr da schon wieder mit den Gegnern rum? Jo. Hier haben wir ganz doll, ganz viel lieb. Tut ihr mal. Die haben wir so lieb, dass wir versuchen, denen was ins Herz eindringen zu lassen. Was wärst du denn jetzt schon wieder rum? Einfach nur. Nein. Sag mal. Aha, danke. Oh, leck. Hui. Ach komm. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Granate. Aber wir warten noch auf die anderen beiden Lupus. Sonst wäre ich schon lange drin. Sonst werden wir nämlich auch gnadenlos sterben. Ach Quatsch. Was sagst du dauernd? Dann überleben wir es ja doch immer. Ach, ihr seid da wenn hinten. Wenn sich einer hier mit Sterben auskennt, bin ich das ja wohl. Ach, komm, lauf. Das ist allerdings richtig. Dann kommen wir mal rüber zumindest hier. Wenn es um dein eigenes Leben geht, ne? Ach so, ich hab gedacht, wir wollten alles töten auf diesem Planeten. Ich glaube, dann werden wir nie fertig. Außerdem, wenn wir alles töten, dann haben wir ja gar nichts mehr zum Unterjochen. Das ist da auch doof. Ja, aber du hast deine Ruhe. Ja. Na, zu wie langweilig. Alles Iridium für uns selber. Ja, das wird doch langweilig auf die Dauer. Wieso Ruhe und Frieden? Nach einem anstrengenden Tag ist doch das Beste, was passieren kann, oder? Drück den roten Knopf. Weißt du noch, wie ich gesagt habe, dass die Mutter diesen kleinen Skeck verlassen haben muss? Sie hat ihn wohl wiedergefunden. Skeckmütter fressen ihre Jungen. Du musst sie töten. Hi, Mommy. Hallo, Lady. Dokinus, Mama. Ui. Und nur weil Scooter das gehört hat, müssen wir die jetzt umbringen. Ey, wahrscheinlich hat Scooter wieder keine Ahnung. Ja, natürlich hat er keine Ahnung. Wir reden hier von Scooter. Woher sollte er bitte welche haben? Ja. Hüpf. Ja. Ach, da holen wir noch mal den Raketenwerfer raus, ey. Hüpf. Oh, shit. Ja, ja, stress dich mal nicht. Haben wir da? Nein, ich habe meine Granate aus Versehen gewechselt. Ich hab gedacht, das wäre Munition gewesen, verdammt. Sag mal, Junge. Ich hab keine Ahnung, wodurch ich jetzt gestorben bin. Danke. Ah, ich weiß wodurch. Och, Gegner. Hier sind Banditen. Ja, oh, so sollten, zwischen. Die sollten relativ schnell sterben. Die sind levelmäßig wahnsinnig weit unter uns. Die sterben auch voll schnell. Ja, wir kriegen auch nur einen EP dafür. Dass wir die töten. So. Und au. Oh, das Gott, tat weh. Dein Mama! Dein! Ist er tot? Noch lange nicht. Doch. Irgendwie ist sie sauer. Ja, klar, ich schieße ja auch mit einer Säurewaffe auf sie. Ding! Ja, Scooter, das merkt man. Ach, das war gar kein Iridium, sorry. Das war ein Artefakt. Mag einer ein treuer Artefakt Dorn Magazingröße 59% mehr? Oh. Nee. Mm-mm. Okay. So. Oh, das ist aber. Was ist das für eine Waffe? Schön. Oh, eine Jacob-Sniper. Oh, hier, hier. Was denn? Eine Jacob-Sniper. Achso, das ist der Waffe. Da findet man. Bison hatte gehabt. Bison, Shishishi. Ja. Das war die Baldur schon hatte.
Das ist das Snipergewehr ohne. Genau. Ohne Dings, Zielvisier. Aber für den ersten Schuss extrem präzise. Nur zum Nachladen braucht es halt abartig lang. Ja. Wie viel Schaden macht das Ding? Oh, komm mal hier. Ja, feiner Dukino. Ja. Was macht 2265 Schaden. Nee, ich meine jetzt, was dieser Bonus da macht. Oder heißt das einfach nur, dass das Ding keine Visier. Moment, Moment. Let me check this. Buffalo. Ich hatte ihn irgendwann schon mal nachgeguckt. Hello. Warum machst du es dir dann nicht mehr? Knopf drücken. Ich will Knopf drücken. Oh, ich wollte den Knopf drücken. Kannst du ja wieder runterfahren. Kannst du wieder hochfahren. Nein. Kannst du wieder runterfahren. Ach so, also standardmäßig haben Jacobs Waffen ja einen erhöhten kritischen Schaden. Jacobs ja. Scharfschützengewehre. Das Ding hat diesen Schaden quasi verdoppelt. Also, wenn du jetzt, ich weiß nicht genau, wie viel kritischen Schaden man mit Jacobs Waffen macht, aber der ist dann nochmal verdoppelt. Mhm. Okay. Könnte das vielleicht doch ganz interessant werden. Mal ausprobieren. Dein. Kommst Hi. Du? Ja, ich glaube, Alter hat Langeweile. Auf und runter. Auf. Really? Boah, Leute, die ganze Zeit wie bescheuert auf Knöpfe drücken. Blut, Schweiß und jede Menge Ärger. Gut. Arid Nexus, wo sind das? Keine Ahnung. Das dürfte die Mainquest sein. Meinst du? Ja. Gucken wir doch mal. Jo, das ist so. Dann machen wir doch eher mal einen verlorenen Schatz noch. Jupp, die Pistole hier ist weitaus besser als die Liebespistole vorher. Viel, viel besser. So, na, wieso hänge ich denn hier? So, und weiter geht's. Dann gucken wir doch mal. Ach nee, warte mal, Schnellreisestation, da. So, Arid Nexus. Oh, das ist direkt neben Sanctuary. Nee, Caustic Caverns. Ach so, du hast eine andere Mission angenommen, okay. Ja, ja. Das sollen wir die Nebenmission hier noch machen. Caverns. Yay, woohoo. Wir müssen jetzt hier, super, in der kleinen Umgebung was finden. Suchen wir dann? Minecraft? Minecraft haben wir schon. Kann man aber immer wieder. Wollt mir da nicht irgendwas Bestimmtes suchen letztes Mal? Da gab's ja, wir sollen ja den. Ne, wir sollen ja jetzt noch den Nein, Hinweisen folgen. Nicht, da gab es irgendwie noch eine Granate oder irgend sowas. Was die Creeper droppen sollten. Was der Badass Creeper sehr, sehr selten droppen kann, ja. Oder so. Badass Rocket. Brennender Badass Rocket. Und ich machen hier wieder. Boah, leck mich doch am. Philipp. Schaden ohne Ende, ey. Komm schon, lass mich in Ruhe. Boah, leck, ey, wenn der jetzt keine Punkte ausgibt, ey, dann weiß ich aber auch nicht mehr weiter. Der gibt keine. Doch. 500 gibt er. Ne. Ja. So. Wir müssen. Folge den Anhaltspunkte unter der Säure gedrängten Eisenbahn. Eins weiß ich noch, was ist. Das ist da hinten, unter dem einen Pfeiler. Nee, unter der Säure gedrängten Eisenbahn ist schon wieder ein eigener Punkt. Ja, da sind wir doch. Ja, das ist aber der erste Punkt, wo wir hin müssen. Das war. Wo war denn das? Der da! Hab ihn!
Das war ein Schalter hier hinten, den hatte ich noch im Kopf. So. Ja, dann weiß ich nicht mehr. Im Lagerhaus am Ufer. Was für ein Lagerhaus am Ufer? Muss ja dann hier irgendwo in der Nähe sein. Vielleicht das Gebäude da hinten. Guck mal. No, nee, ernsthaft. Am Ufer. Wenn man jetzt noch wüsste, wo, was hier so als Wasser gelten könnte, dann wäre das vielleicht ganz interessant. Komm, stirb! Danke. Das war knapp. Da ist ein großes Gebäude da hinten. Das ist am Ufer, das oder? Könnte es sein. Leute, ich will ja keinen Stress machen, aber da ist ein super Badass-Pot. Oh. Stress, mein oh. Ha, das könnte problematisch werden. Na, der ist doch weg. Ja, Gott sei Dank. Und wenn das Problem gewesen, hätten wir ja platt gemacht. Bis jetzt haben wir alles platt gemacht. Wäre auf jeden Fall mal interessant gewesen, wenn man einen Super Badass Pot zum Abschluss der Folge besiegt hätten, weil wir sind wieder am Ende einer. Nadelski, wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Abonniert doch auch gerne mal unseren Channel. Guckt rein und findet vielleicht noch irgendwas Interessantes für euch. Ihr könnt auch gerne mal auf Facebook oder Twitter vorbeischneiden. Da bleibt ihr mal am Laufenden. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Tschüss. Ciao. Tschüss.